Ja, herzlich willkommen in der historischen Sternwarte Göttingen. Ich freue mich sehr, dass wir hier am historischen Ort, der ja für die Wissenschaftsgeschichte der Astronomie wirklich legendär ist, gemeinsam über den Sternenhimmel und nichts Geringeres als das Universum sprechen können. Und das aus so unterschiedlichen Perspektiven wie der Astrophysik, der Wissenschaftsgeschichte und den Künsten, das heißt also der Dichtung und der Zeichenkunst. Wenn ich gesagt habe, wir sprechen hier über das Universum, ist es eigentlich schon falsch, weil wir sprechen eigentlich eher über die Fragen und Probleme, die auftreten, wenn wir über das Universum sprechen wollen oder wenn wir es begreifen wollen oder wenn wir es gar zeichnen wollen, das heißt also aufzeigen wollen, was der Sternenhimmel bedeutet. Ich möchte hier zu Beginn uns ganz kurz vorstellen, also nur mit ein, zwei Sätzen und gleich an meine Vorstellung unserer Runde eine erste Fragestellung anknüpfen und bin sicher, dass wir dann in ein Wechselspiel eines wirklichen Gesprächs geraten werden. Als erstes begrüße ich herzlich Heidi Sorg. Sie ist Zeichnerin und Grafikerin aus München und ich darf kurz darauf hinweisen, dass sie auch unsere schöne Einladung gestaltet hat zu dieser Reihe. Aber heute ist sie hier, da sie Sternbilder aus den unterschiedlichen Kulturen der Welt in einem sehr großen Projekt tatsächlich zeichnet, also ganz konkret. Und dieses Projekt reiht sich ein in die jahrtausendealte Tradition, in den Versuchen eben, den Himmel zu kartografieren, zu erfassen und in irgendwelchen Formen aufs Papier oder heute auf den Bildschirm zu bringen. Heidi Sorg kann uns aber erzählen, was dann passiert und welche Probleme aufbrechen, wenn man das Ganze nicht illustrativ versteht, das heißt also vorangenommene Sternenbilder wie klar, jetzt zeichne ich mal den großen Bären oder die Waage oder den Löwen, zu Papier bringt, sondern tatsächlich die Sache ernst nimmt und versucht anhand unserer Blicke in den Himmel zu Zeichnungen, zu Figuren und zu einer, wie ich es genannt habe, Physiologie der entsprechenden Mythen und der entsprechenden Erzählungen, die sich seit Jahrtausenden an den Himmel heften, zu kommen. Und von daher meine Frage, ob du zu Beginn unseres schönen Gespräches vielleicht diese Fragen, die da aufbrechen, uns skizzieren kannst. Ja, also ich glaube, dass man tatsächlich den Himmel eigentlich nicht zeichnen kann, sondern man zeichnet eine Vorstellung oder eine Fantasie, die man hat. Der Mensch ist ja so gestrickt, der Mensch kann nicht nichts sehen, egal wo er hinguckt. Der versucht in allem eine Struktur, Ordnung oder Formen oder Gestalt zu sehen. Das hat zu tun mit so grundsätzlichen visuellen Grundgesetzen, dass man zum Beispiel naheliegende Punkte verbindet man zu Linien. Aus diesen Linien macht man dann wiederum Formen und aus diesen Formen macht dann die Fantasie oder das Gehirn gerne Gestalten. Das kennt ihr alle aus den Wolken gucken. Wenn man in die Wolken guckt oder irgendwelche Muster in Gestein, man versucht eigentlich immer eine Form zu finden für das, was man da sieht. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch, wenn man in den Himmel guckt oder in die Sterne guckt. Wobei man ja jetzt auch sagen muss, mittlerweile ist es ja sehr schwer. Also wenn man bei uns in den Himmel guckt, sieht man nicht wahnsinnig viel Sternbilder. Man sieht tatsächlich eigentlich nur die immer in aller Munde sind, wie den großen Bär, der Orion oder der kleine Wagen. Man sieht vielleicht ein bisschen ein paar mehr, aber man erkennt sie meistens nicht, weil man halt nichts drüber weiß. Nochmal, weil ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass man den Himmel zeichnet, sondern man zeichnet eigentlich eine Fantasie oder eine Vorstellung. Also wenn man jetzt da hochguckt und sieht zum Beispiel den Orion, fällt es sehr leicht, dass man sich eine große Figur drin vorstellt. Einfach durch die Anordnung der Sterne. Was auch oft in den verschiedensten Kulturen ist, zum Beispiel dieser Orion auch eine menschliche Figur. Meistens ein Mann, so ein Krieger oder so ein Thronerbe oder irgend sowas, auf jeden Fall halt so eine bedeutende Persönlichkeit. Und ich habe jetzt festgestellt bei meinen Zeichnungen, dass
das, was das Gehirn macht, was die Fantasie macht, wenn sie in den Himmel guckt, nicht funktioniert, wenn man das versucht zu übertragen auf astronomische Karten. Also wenn man dann tatsächlich versucht, auf diesen astronomischen Karten ist ja jeder Stern ein Punkt in verschiedenen Größen, je nach Helligkeit. Die Karte ist flach, zweidimensional, sehr plan und hat einfach eine ganz andere Dimension als zum Beispiel, wenn man in den Himmel guckt. Also es fehlt die Dreidimensionalität, es fehlt der Raum, es fehlt die Sphäre. Man hat einfach eine plane, kleine Karte, auf der auch die Sterne sehr nah beieinander liegen. Ganz im Gegensatz halt zum Beispiel, wenn man, wie gesagt, in den realen Himmel guckt. Und wenn man dann eben versucht, es zu zeichnen, merkt man sehr schnell, dass der Kopf oder die Fantasie oder das Gehirn, wenn man in den Himmel guckt, was macht, was auf der Karte nicht mehr funktioniert. Das Gehirn rückt zum Beispiel meinen Stern gerne ein bisschen nach rechts, damit bei dieser Figur, die man glaubt zu sehen, eine Hand an der richtigen Stelle sein kann. Oder sie rückt naheliegende Sterne noch ein bisschen woanders hin, damit die Figur einen proportionalen Kopf bekommt, der auch an der richtigen Stelle sitzt und nicht irgendwie halt so ein bisschen verschoben. Des Zweiten glaube ich, dass zum Beispiel dieses Bildersehen im Himmel ist eine sehr persönliche Geschichte eigentlich. Weil wenn man weggeht von diesen tradierten Bildern, die wir alle kennen, wie jetzt halt mit unserem griechisch-römischen Himmel oder auch andere Kulturen, jeder hat ja so einen tradierten Himmel oder bestimmte Erzählungen, die es zu den Himmeln gibt oder bestimmte Figuren. Und eigentlich ist es aber eine sehr persönliche Geschichte, weil jeder würde wahrscheinlich, wenn es diese Bilder nicht gäbe, diese tradierten Bilder, sieht eigentlich jeder wahrscheinlich ziemlich sicher was anderes. Da gibt es auch eigentlich sehr schöne Beispiele dafür, jetzt eben der große Wagen, den wahrscheinlich wirklich jeder kennt, also von der Form her auch jeder kennt, was für unterschiedliche Bilder drin gesehen werden auch, und abhängig davon auch, in welcher Kultur man lebt. Also da sehen jetzt zum Beispiel die Tuaregs in eine Kamelstute. Da ist der Hals, liegt in das, was wir Deichsel nennen, in diesen drei Sternen, die da so rumgehen. Die Inka sehen einen, jetzt muss ich mal kurz überlegen, die Inka sehen einen zornigen Gott mit einer Steinschleuder. Die Maya sehen einen Papagei und die Inuit sehen ein Rentier und die Navajo zum Beispiel sehen einen Mann, dessen Frau ihm das Bein gebrochen hat und es dann krumm zusammengewachsen ist. Das ist dann auch eben wieder die Deichsel. Also man kann sehen, wie stark das, was man sieht im Himmel, abhängig ist von da, wo man lebt, was man kennt, was für Tiere man kennt, was für Geschichten um einen herum erzählt werden. Und wie gesagt, sobald ich eben anfange, das auf Karten zu übertragen, funktioniert das nicht mehr, weil ich eben auf den Karten nicht das machen kann, was ich im Kopf machen kann. Ich kann die Sterne nicht mehr an die Position rücken, wo ich sie im Kopf hinrücke, damit ich zum Beispiel eine funktionierende menschliche Gestalt bekomme. Das war eigentlich das größte Problem, was bei der ganzen Geschichte aufgetaucht ist, dass sozusagen Fantasieerzählung und auch so astronomische Angaben aus den verschiedensten Jahrhunderten, dass die nicht mehr funktionieren, wenn man sie tatsächlich in eine reale Zeichnung übertragen will. Das war das größte Problem eigentlich dabei. Ja, wir werden sicher den ganzen Abend über diese Diskrepanz von Blindheit und Vorstellungskraft diskutieren. Der Mensch ist für das Universum blind. Dieser schöne Satz ist leider nicht von mir, sondern aus Ulrike Dresners Roman Vorliebe, in dem eine Astrophysikerin und ein Theologe um ihre Erdenblödigkeit so wörtlich ringen. Und ich möchte Ihnen Ulrike Dresner auch nur ganz kurz vorstellen. Die meisten kennen sie wahrscheinlich. Sie ist freie Schriftstellerin und eigentlich seit 3 Jahrzehnten vielfach ausgezeichnet für ihre Lyrik wie ihre Prosa. Seit 2018, kann ich vielleicht sagen, ist sie nebenberuflich auch Professorin am Deutschen Literaturinstitut der Leipziger Universität. Und nach ihren eigenen Worten zielt ihr Schreiben auf eine Sicht- und Hörbarmachung, ein zur Sprache bringen, ein Übersetzen in Sprache von dem, was gemeinhin als unsagbar erscheint. Und wenn Heidi Sorg jetzt schon viel über die Kunst des Aufzeigens im Bild gesprochen hat, so möchte ich zu Beginn aus diesem Roman Vorliebe aus dem Jahr 2010 zitieren.
Da heißt es, der Mensch war für das Universum blind, das habe ich schon zitiert. Aber ich denke, das ist eben ein idealer Ausgangspunkt für unsere heutige Diskussion. Mich hat immer sehr angerührt, dass Johannes Kepler, der ja nun nachweislich das neuzeitliche Bild unseres Himmels im Sinne der Astronomie der frühen Neuzeit geprägt hat, dass er eigentlich seit seiner Kindheit ja mit einer Sehbehinderung lebte. Das heißt, wir haben dieses Paradox oder diese konstruktivistische Natur des blinden Menschen sicherlich nicht nur in den Künsten zu besprechen, sondern auch in den Entwürfen, in den Projektionen, in den Modellen der modernen Naturwissenschaften. Aber vielleicht möchtest du zu Beginn eben jetzt diesen Aspekt der Hör- und Sichtbarkeit für dein poetisches Schreiben hier als Konsequenz aus unserer Blindheit hier in den Raum stellen. Ich werde es gerne versuchen. Mich interessiert als Schriftstellerin als Ausgangspunkt vielleicht der Satz von Ludwig Wittgenstein, die Grenzen der Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und als Schriftstellerin ist die Sprache mein Arbeitsinstrumentarium. Und wenn ich mit ihr arbeite, kann ich vielleicht dazu beitragen, den Grenzverkehr zu befördern oder Grenzen zu verschieben. Ich finde es schon sozusagen auf dem Erdboden ja wirklich frappierend zu sehen, wie unterschiedlich der Sprachkörper, den wir im Deutschen zur Verfügung haben, mit den verschiedenen Sinneswahrnehmungen umgeht. Wir haben irgendwie Pi mal Auge 10 Grundwörter für Farbe. Also wenn ich jetzt nicht die Zusammensetzungen nehme, ne, sondern so eigenständige Farben. Wir haben allerdings, wenn es dann ums Schmecken geht, vielleicht noch so 4, 5 Grundbegriffe. Beim Hören wird es ganz schlimm oder beim haptischen Sinn. Das heißt, eigentlich haben wir hier eine Spracharmut im Verhältnis dazu, was wir körperlich wahrnehmen und auch erinnern können. Gerüche etwa. Ja, wir können, oder Farben auch, die Übersetzung in die Digitalität der Farbe macht uns ja deutlich, dass wir tausende von Farbnuancen unterscheiden können, auch wiedererkennen können, aber mit der Sprache sieht es ganz schlimm aus. Das braucht man Nummerncodes und genauso ist es eben auch, wenn man versucht, einen Geschmack, wenn Sie mal lesen, wie Teeverkoster oder Schokoladenverkoster anfangen zu beschreiben, was sie schmecken, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Also geht es ja zum einen um ein Wahrnehmen unserer körperlichen Grenzen, die eben nicht identisch sind mit Sprachgrenzen hier unten. Und wenn jetzt das Universum noch dazu ins Spiel kommt, dann stoßen wir nochmal auf körperliche Grenzen hinzu. Also welches Spektrum von Lichtwellenlänge können wir mit dem menschlichen Auge überhaupt wahrnehmen? Und so ist das auch gemeint mit dem Blind. Wir sehen halt nur einen sehr kleinen Ausschnitt und ich bin schon von früher Kindheit an sehr kurzsichtig und bin dann immer beruhigt beim Blick ins Universum ohne Hilfsmittel, sind alle Menschen extrem kurzsichtig. Also wir haben es mit großen Bereichen zu tun, in denen man darüber nachdenken kann, was bedeutet es denn, welche Art von Sprache ich hier verwende. Und ich finde dann im dritten Schritt eigentlich auch die Wissenschaftssprache in der Kosmologie sehr interessant, weil sie voller Metaphern ist, weil auch hier ja die Begrifflichkeit fehlt und Namen erfunden werden. Rote Riesen und weiße Zwerge und dunkle Löcher, das sind ja im Endeffekt alles Metaphern, so wie der Urknall eine Metapher ist, ein Projektionsraum, eine Hypothese, eine fiktive Geschichte. Und das ist der Punkt, wo für mich sich die Literatur, das Geschichtenschreiben und die Wissenschaft sie sind natürlich nicht identisch, aber sie überlappen sich, sie geben sich hier die Hand. Wer erzählt welche Geschichte? Mit welchen Mitteln erzählt das? Sie, Formeln sind eine Sprache, aber Wissenschaft ist ja auch darauf angewiesen, sich selbst immer wieder auch
in unsere Alltagssprachen zu übersetzen. Und das ist, ich hatte immer das Gefühl, da wäre doch noch, poetisch ist da noch viel Spielraum. Das ist ja mein langfristiges Projekt eigentlich, dass irgendjemand mal auf die großartige Idee kommen möge, mir einen Raumflug zu ermöglichen, weil ich fand es immer sehr traurig, wenn ich all diese Berichte von AstronautInnen gelesen habe und man spürt so deutlich, wie die Sprache zu Ende ist und das Ereignis überhaupt nicht formuliert werden kann. Das möchte ich jetzt hier mal vorschlagen für reiche Sponsoren und zuhörende Menschen. Und das wird kosmologisch gleich ganz schlecht aufgenommen. Ja, vielen Dank. Ja, also diese Sehnsucht, die eigene Wahrnehmung zu erweitern, sowohl räumlich als aber eben auch zeitlich, auch daran werden wir anknüpfen in diesem Gespräch. Und ich möchte jetzt Lis Braak Berntsen vorstellen. Sie ist eine dänisch-schweizerische Wissenschaftshistorikerin an der Universität Regensburg und Mitglied der Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und sie ist international vernetzt, wenn es um Fragen eben der Wissenschaftsgeschichte der Astronomie geht und damit aber eben auch den Kulturen des Vorhersagens. Und damit komme ich auf diese zeitliche Dimension in der Kulturgeschichte unseres Blicks in den Himmel. Das heißt, es geht auch darum, wie werden die Sterne gelesen? Wie hängt das zusammen mit der Entstehung von Schriftkulturen? Und sie ist insbesondere spezialisiert oder fokussiert oder hat einen Schwerpunkt in der Geschichte der antiken Astronomie und der Astronomie der Babylonier. Jetzt möchte ich, wenn es auch um die Historisierung des Kosmos geht, das heißt, wir haben ja das Phänomen, dass wir die Zeitlichkeit des Universums eigentlich erst mit der Neuzeit, mit der Moderne als spezifische Auffassung vom Himmel praktisch in die Geschichte des Wissens einfließen sehen. Und ich möchte Lis Braak Berntsen als erstes als Wissenschaftshistorikerin fragen, was ist das Besondere an der Astronomie in Mesopotamien? Man, wenn ich richtig informiert bin, setzt ja an, dass das letztendlich die Region ist, wo die Anfänge der Astronomie zu finden sind. Und es ist ja immer so eine Frage nach den Anfängen. Da werden wir sicher auch alle noch mal drauf zurückkommen. Also du sagtest schon Urknall. Also wie ist das eigentlich mit den Anfängen und dem Ursprung? Und wenn wir aber jetzt auch einen Anfang der Astronomiegeschichte suchen, was war das Besondere an der Kulturgeschichte des Himmels in diesem Kulturkreis? Ja. Es ist spannend, wie die Menschen mit den Himmelserscheinungen umgehen. Aus der Archäoastronomie wissen wir, dass eigentlich alle Völker einen Kalender haben, der mehr oder weniger von der Sonne und des Mondes bestimmt wird. Wir sehen alle diese Mondzyklen und wir sehen auch alle, dass es Frühling und Sommer und Winter gibt. Also jetzt rede ich nicht von Leuten am Äquator, aber von unserer Breiten. Und da findet man in uralten Steinsetzungen oder Gebäuden Richtung zur wichtigen Himmelserscheinungen. Da, wo die Sonne kehrt im Sommer, wo sie aufgeht am nördlichen Rand oder in der Mitte, wo sie aufgeht, wo Tag und Nacht gleich sind, oder wo sie im Winter aufgeht. Das findet man in allen Kulturen, außer Indianer, die im Regenwald leben. Die haben nur hochgucken können. Die hatten keinen Horizont. Und die Babylonier haben aus Sonne und Mond schon 3000 Jahre vor Christus einen Kalender gehabt. Der ging vom ersten Sichtbarkeit des kleinen Mondsiegels bis nächstes Mal, dass es sichtbar wurde. Und ein Jahr hat 12 solche Monate. Die sind aber 11 Tage kürzer als das Jahr. Und das heißt, ungefähr alle 3 Jahre hat man einen 13. Monat reingefügt. Und dieser Kalender wurde übernommen auch
von den Juden und von vielen anderen, ein sogenannter Lunisolarkalender. Kalender haben viele gemacht, auch die Ägypter, viele. Die Maya haben viel später auch Kalender gehabt. Aber was richtig den Babyloniern ermöglicht hat, Astronomie als erstes Volk erfolgreich zu machen, war, dass sie eine Schriftsprache hatte. Man muss ja beobachten können und aufschreiben können. Das konnten sie. Und sie hatten ein Zahlensystem, mit dem man rechnen konnte. Die Ägypter hatten auch ein schönes Rechensystem, aber das war ganz schwierig zu dividieren. Es war schwierig zu subtrahieren. Die Babylonier hatten ein Positionszahlsystem wie unser Zehnersystem. Nur nicht, dass man von einer Position zum nächsten mit einem Faktor 10 hüpft, sondern mit einem Faktor 60. Das kennen wir von unserer Stunden und Minuten und Sekunden. Das kennen wir. Eine Stunde ist gleich 60 Minuten. Da lässt Babylon grüßen. Und an vielen, vielen Stellen lässt Babylon grüßen. Das ist eine Ursache, warum ich denke, dass es dort entstanden ist. Eine andere ist auch, dass man wohl auch Angst hatte vor den Phänomenen, die man nicht sehen konnte. Die Regelmäßigkeit, das war gut. Aber zum Beispiel Mondfinsternisse. Der Mond ist schön und groß und hell und gibt mir Licht in der Nacht und plötzlich wird er verdunkelt. Das hat bei fast allen Völkern dazu geführt, dass sie Angst hatten. Und die frühesten astronomischen Texte aus Mesopotamien, das sind Omen, Omina. Wenn der Mond in diesem Monat verfinstert wird und dunkel wird von dieser Seite und so geht es, dann wird der König sterben. Und da gibt es viele oder unterschiedliche Theorien dazu. Peter Huber hat viele alte Finsternisse ausgerechnet, wie es aussieht, und hat etliche Omina datieren können. Und er ist überzeugt, dass in Altbabylon es viermal passiert ist, dass ein König gestorben ist, kurz nachdem ein Mondfinsternis sich gezeigt hat. Und das ist ja eine Motivation, um Astronomie zu betreiben. Dazu kam, in Mesopotamien hat man gemeint, dass die Götter Zeichen an den Menschen schickt, durch Himmelsereignisse. Und da brauchten die Könige halt ihre Astronomen, um ihnen zu sagen, da ist ein Zeichen und das bedeutet so und so, so dass der König recht leben konnte. Und da hatten sie sogar Riten gegen viele Zeichen, die am Himmel kamen. Nur gegen Mondfinsternisse hatten sie kein, da war kein Kraut gewachsen. Was haben sie gemacht? Wenn ein Mondfinsternis in Gefahr war, haben sie den König schnell weggestellt in einer Hütte. Und dann ist ein Ersatzkönig und Ersatzkönigin gekommen und die haben dann nach dem Mondfinsternis, haben sie ein schönes Essen gekriegt und sind zu ihrem Schicksal gewandert und wurden getötet und der König ist wieder zurück auf seinen Thron gekommen. Also so sind diese Omina immer in Erfüllung gegangen, dass der König sterben musste. Was sagen? Ja, ist ein großartiges Beispiel für Fiktionalisierung. Ja, ich schiebe einen König vor, eine Königin, die das nicht wirklich ist, alle wissen es, die Ersatzperson muss dann sozusagen zeichenhaft sterben für die Realperson, die dann wieder hervorgezogen werden kann. Das ist eine Geschichte, von der alle wissen, wie sie geht und alle müssen gleichzeitig tun, als wüssten sie es nicht. Nennt man auch Fiktion. Ja. Und die haben sogar mitgemacht. Wir haben einen Keilschrifttext, wo drin steht, dass der Ersatzkönig jemand zu sich ruft und sagt, pass auf, du musst den König warnen, denn dieser Diener und der da, die haben eine Konspiration gegen den König. Ja,
Ja, die Zusammenhänge zwischen der Beobachtung des Himmels, den Ängsten und der Sprache, das fasziniert mich natürlich auch. Also je nachdem, wie man es betont, nicht? Es geht um Vorhersage oder es geht um Vorhersagen. Und da sehe ich auch große Verbindungslinien zu den Projektionen, zu den Fiktionen der menschlichen Sprache und der Möglichkeit eben des fiktionalen Erzählens. Aber nun zu Ansgar Reiners, den ich jetzt hier, glaube ich, nicht wirklich vorstellen muss. Er hat den Lehrstuhl für Astrophysik an der Universität Göttingen inne und ihm haben wir es zu verdanken, dass wir heute hier, also an diesem historischen Ort, miteinander sprechen können. Ganz herzlichen Dank an ihn, sein Team und die vielen UnterstützerInnen aus den verschiedenen Bereichen der Uni. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, dass wir ein Maximum an unbürokratischer Vorbereitung hinter uns haben. Und das hat alles eigentlich wunderbar im Sinne der Sache hier funktioniert in Vorbereitung dieser Veranstaltung. An der Stelle möchte ich auch ein ganz großes Dankeschön an die Kulturstiftung Niedersachsen formulieren, denn die hat in ihrer Förderung auch diesen Abend mit überhaupt ermöglicht. Als Ansgar Reiners und ich uns zu einem ersten Gespräch verabredeten, war ich sehr beeindruckt von der schon etwas älteren Aufzeichnung einer Tagesschau-Sendung. Und zwar, Sie können das, glaube ich, auch immer noch auf YouTube finden. Und da wurde ein relativ, betont relativ, nah erdähnlicher Planet jenseits unseres Sonnensystems entdeckt. Und die Interviewerin fragte immer ganz gespannt und wieder nach der Möglichkeit von Leben auf diesem Planeten. Womit sie aber, und das ist auch interessant, da können wir auch nochmal dran anknüpfen, wobei sie, glaube ich, immer menschliches Leben meinte oder zumindest einen Naturbegriff meinte, der über menschliches Leben wahrgenommen werden könnte. Also gibt es Leben auf diesem Planeten? Und die nächste Frage war natürlich, können da auch Menschen hinfliegen? Und Ansgar Reiners war einerseits zugleich nüchtern, aber auch berührt von diesem Planetenfund und betonte immer wieder das Phänomen der Nähe dieses Planeten und der Möglichkeit der Sichtbarmachung, also dass man es überhaupt sichtbar machen kann, diesen Planeten. Das hat mich jetzt wiederum berührt, weil da ein so wissenschaftlicher Enthusiasmus ausgestrahlt wurde, der eben nicht auf Eroberung oder Verfügbarmachung oder ich will dahin oder das muss durch den Menschen erobert werden ausging, sondern rein von der Freude über das Entdeckte und die Möglichkeit, es zu sehen und sichtbar zu machen und natürlich auch, das ist mir schon klar, im Sinne deiner Wissenschaft astronomisch exakt zu beschreiben. Dennoch bleiben ja viele Fragen offen, Gott sei Dank, sonst würden wir uns jetzt hier nicht zu dem Gespräch treffen können. Und meine erste Frage ist aber von daher, wie kann die Physik, die ja gerade auch sehr stark immer auf Simulationen und Modelle angewiesen werden, denn heute diese Frage nach der Sichtbarmachung auch für uns Laien und der Vermittlung und der Kommunikation dieser Forschung und dieser Erkenntnisse in der Gesellschaft beitragen? Ja, als Astronom, suchen wir nach Planeten, beobachten die Sterne, um die wir diese Planeten vermuten, nach denen wir dann suchen. Wir sind aber eben auch, Stichwort Sichtbarmachung, eigentlich nur sehr selten und nur in absoluten Ausnahmefällen in der Lage, diese Planeten überhaupt zu sehen. Also zunächst mal muss man begreifen, wenn man sich fragt, was können wir dazu beitragen, dann ist die direkte Antwort erstmal nur, dass wir können die Fakten liefern, die wir dann beschreiben wollen, vielleicht in einer solchen Runde oder vielleicht auch irgendwie anders. Oder wir können das dann malen und zeichnen. Und das ist sehr häufig der Fall, wenn es eine Pressemitteilung gibt, jemand hat wieder einen Planeten gefunden oder irgendwas anderes in diesem großen Universum.
dann wird es erstmal aufgezeichnet und dann wird ein großes Bild gemacht, wie das aussehen könnte. Wenn man Glück hat, fragen sie einen dann vorher noch, bevor es veröffentlicht wird, ob das so sein könnte oder nicht. Und dann hat man vielleicht noch die Möglichkeit zu sagen, ja, vielleicht, aber ich weiß es ja auch nicht, denn ich habe es ja auch nicht gesehen. Also bei diesem Planeten beispielsweise, das Einzige, was wir tun, wenn wir, oder was wir beispielsweise jetzt hier mit der Methode, die wir üblicherweise verwenden, tun, ist, wir beobachten den Stern und sehen, dass der Stern sich bewegt und schließen aus dieser Bewegung, dass dort ein Planet sein muss. Den haben wir nie gesehen. Von Leben wissen wir schon gar nichts. Wir wissen auch sonst nicht, was da passiert. Und wir können dann aber aus dieser Bewegung sehr, sehr viele Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist natürlich die Stärke der Physik. Und je nachdem, um was für ein System es sich handelt, lässt sich dann auch vielleicht sogar noch eine Information darüber ziehen, ob der Planet vielleicht sogar eine Atmosphäre haben könnte oder nicht. Auch das sind Dinge, die man mittlerweile messen kann. Man kann auch die Farbe mittlerweile bei einigen Planeten einigermaßen bestimmen oder die Reflektivität, solche Dinge. Und dann haben wir sozusagen so kleine Fakten, also kleine Hinweise darauf, wie das aussehen muss. Die müssen dann stimmen. Und dann machen wir eine Simulation, dann fragen wir uns also, okay, was wissen wir alles, was wissen wir normalerweise, kommt die Information über das, was wir als großes Bild haben, aus unserem eigenen Sonnensystem. Wir fragen uns, was für Planeten gibt es in unserem Sonnensystem und was von diesen Eigenschaften trifft jetzt auf das zu, was wir da draußen gesehen haben. Wer weiß, was das ist? Wir nennen es auch mal Planeten, weil wir um unsere Sonne Planeten kennen und sonst nicht so viele andere Dinge. Und dann gehen wir davon aus, dass bei anderen Sternen auch Planeten sind. Und dann malen wir davon ein Bild vielleicht. Und ja, das hilft natürlich dann in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Das hilft uns auch selber natürlich, damit darüber nachzudenken und sich zu fragen, wie könnte das denn eigentlich sein? Die wichtigen Fragen zu stellen, die man dann vielleicht im nächsten Schritt angehen kann. Welche Farbe hat der beispielsweise? Was können wir daraus lernen, wenn der Planet pink-gelb gestreift ist oder sowas. Ne? Also kann ja alles sein, wir wissen es eben nicht. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe, dass wir immer wieder klar machen oder auch das, was natürlich für uns wichtig ist, herauszufinden, was können wir denn eigentlich wissen von dem, was wir alles wissen wollen und was wir uns auch gerne vorstellen möchten, selbstverständlich. Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, weil ich ja sagte, es geht um Simulation und Modelle, aber im Sinne der Wissenschaftlichkeit fußen die dann auf Faktizität, nicht? Also es ist, ich denke, auch die Wissenschaft kommt nicht ohne das Konditional aus. Das heißt, wir haben es immer mit Entwürfen, mit Projektionen zu tun, aber wir arbeiten uns daran ab, diese zu erhärten im Sinne von Faktizität und vor allen Dingen aber auch sichtbar zu machen, wie begrenzt und unter welchen Voraussetzungen wir praktisch Wissen produzieren oder schaffen können. Und in diesem Anspruch will ich aber noch mal auf die linke Seite kurz schauen, weil ich denke, das ist eine Motivation, ein Movens auch der Künste. Auch wenn du von Fiktion gerade gesprochen hattest, Fiktion ist jetzt quasi nicht das Irreale. Ganz im Gegenteil, diese Art von Wirklichkeiten im Plural, so wie es Heidi ja auch versucht, in ihren Zeichnungen praktisch dann doch umzusetzen, sollte sehr stark gebunden sein an die Logik einer möglichen Wirklichkeit. Vielleicht darf ich da, ja, oder? Darf ich dich unterbrechen? Ich würde einfach gerne eine Rückfrage stellen. Was sind die Fakten, von denen eben die Rede war? Sie haben ja ein bisschen beschrieben, wie Sie dazu kommen. Okay, da wird Bewegung gemessen. Mithilfe von Instrumenten, die Menschen gebaut haben, in denen also der menschliche Blick und alle möglichen Fehlerquellen implantiert sind. Anders könnten sie gar nicht funktionieren. Wo bleibt das Faktum? Dann wird die Bewegung gemessen. Und sie sagen dann, dass sie daraus Schlüsse ziehen. Okay, das sind Hypothesen, diese Schlüsse. Ich löcke jetzt mal wieder den Stachel. Denn sie sagen, wir müssen ja von dem ausgehen, was wir kennen, klingt sehr vernünftig, unser Sonnensystem, da gibt es Planeten, also gehen wir davon aus, da oben gibt es auch Planeten. Das ist kein Faktum, das ist eine reine Hypothese. Und dann gucken wir da, was da ist. Sie haben ja selber auch immer wieder betont, wir wissen ja eigentlich gar nicht, was da ist. Wir lesen ja nur Sekundär-, Tertiär-, Quartär-Spuren und wir produzieren
Ergebnis. Wir produzieren ja auch Körper, die ja eigentlich vollkommen irre sind, weil sie die diversesten Messsysteme miteinander, übereinander auflagern müssen, miteinander kombinieren und dann auch da wieder Fragezeichen, Faktum. Und dann, da sind wir uns wahrscheinlich einig, wird das Ganze zurückgespielt in den laienhaften Raum. Auf diesem Weg wird es mit Fehlfarben aufgefüllt und die ganze Projektionswelt wird bedient. Faktum. Ja, ich denke, wir sind uns da ganz, ganz grundsätzlich einig. Also eine wissenschaftliche Theorie funktioniert immer nur so lange, bis sie widerlegt wird. Und die Aufgabe der Wissenschaft ist es, Theorien zu widerlegen. Ja, ich sag nur, weil Sie hatten, wir haben da Fakten gesagt. Ja, wir haben, das ist die Frage, gut, dann haben wir da, die Frage ist ja, was ist überhaupt ein Fakt? Also gibt es sowas überhaupt? Das ist jetzt vielleicht eine andere Diskussionsrunde. Aber die grundsätzliche Frage, was ein Fakt ist, ist ja da gegeben. Und ich würde schon so weit gehen, dass ich sagen würde, also ist ja unsere Aufgabe, es ist ja unser Beruf, diese Instrumente so zu bauen, dass wir sie verstehen und dass wir einigermaßen durchschauen, was da passiert. Also wenn ich davon spreche, dass wir die Bewegung dieser Sterne messen und dass das ein Fakt ist, dann würde ich also bei den meisten der Sterne, von denen wir da reden, oder bei den meisten der Planetenfunde, würde ich sagen, ja, das ist ein Fakt. Das ist also oft genug gemessen worden, das haben genügend Leute unabhängig voneinander gemacht. Die Leute sind sich alle einig, wie das funktioniert und wir haben auch genügend Gegenbeispiele, wo man sagen kann, das funktioniert nicht. Oder man hat Dinge gefunden, die im Endeffekt widerlegt wurden. Also das Ganze ist so durch die Mühle gegangen mittlerweile, seit 1995 würde ich sagen, das ist ja so der Punkt, wo man sagt, man hat den ersten Planeten damals gefunden. Diese ganze Messreihe, das ging alles schon wahnsinnig viel früher los. Also an der Stelle, in dem Jahr würde ich mal sagen, dafür hat es dann ja auch später für diese bedeutende Arbeit und für das, was drumherum war, den Nobelpreis gegeben. Da würde ich sagen, das ist so der Übergang von freiem Raten hin zu, das ist jetzt, das akzeptieren wir jetzt als wissenschaftliches Faktum. Ob das richtig ist, ist natürlich dann, also das weiß ja niemand von uns, was überhaupt die Wahrheit ist. Aber es ist ja ein tolles Bild, das entsteht. Also ich kann da gerne mitgehen. Ja. Ich habe sozusagen Fakten, sind eben nicht irgendwie das, wie hier irdisch irgendwas Faktum genannt wird, sondern das sind sich verdichtende Wahrscheinlichkeitswolken, die ausgehandelt werden in einem sozialen Prozess, der sich Wissenschaftscommunity nennt. Genau, so ist es. Und was wir dann eben machen und was wir dann tun können, ist, wir können aus dieser Bewegung oder aus der Bewegung des Sterns, die wir kennen, können wir dann verschiedene andere Informationen zusammen mit verschiedenen anderen Informationen zusammenführen. Und die sind alle so etabliert, so wahrscheinlich, so hochwahrscheinlich, dass auch dann die beispielsweise jetzt das Gewicht eines solchen Planeten da mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmt werden kann. Also da würde ich sagen, da gab es jetzt viele Versuche, wie gesagt, diese Theorien dann zu widerlegen, erfolglose Versuche, diese Theorien zu widerlegen, sodass ich auch da sagen würde, das können wir jetzt also als das bezeichnen, wir können das als hohe Wahrscheinlichkeit bezeichnen, aber dann irgendwann geht es sozusagen in das über, was wir dann, glaube ich, sozial als Fakt benennen. Und dann wird es tatsächlich, danach wird es dann irgendwann, also alles, was darüber hinausgeht, da wird es dann immer schwieriger. Und dann fängt man also an, man nimmt jetzt die Modelle vom Sonnensystem, von Planetenentwicklung und sagt, okay, der Planet ist so und so weit weg von seinem Stern, der ist so und so schwer. Wenn wir Glück haben, wissen wir auch noch, wie groß er ist. Und dann können wir uns eben ein Bild machen, wie der entstanden ist. Das ist einerseits mal aus der Analogie des Sonnensystems dann motiviert. Das ist schon mal gut. Und dann kommt aber dazu, dass wir eben noch eine ganze Menge grundlegende physikalische Gesetze haben, die wir da reinstecken. Da haben wir dann auch nicht mehr so ganz viel Möglichkeiten, was anderes zu machen. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, okay, was weiß ich denn? Also es gibt ja auch vielleicht noch ganz viele andere Dinge. Und da ist die große, auch da finde ich sehr wichtig und das finde ich auch immer sehr wichtig zu betonen. Lass uns doch einfach darüber reden, was sein könnte. Und genau wie Sie es vorschlagen. Wir gehen davon aus, dass es das und das ist. Die und die Argumente sprechen dafür. Aber ja, wie gesagt, was weiß ich denn? Also ich war ja auch nicht da, ich habe auch kein Bild davon gesehen. Und es gibt diese wunderschöne Idee, eine Kamera zu unserem nächsten Nachbarstern zu schicken. Also da gibt es ein großes Projekt, Breakthrough Starshot heißt das. Da ist die Idee, dass man eine sehr, sehr kleine Kamera, also so eine Handykamera, wirklich nur so ein Chip, auf einem Segel beschleunigt an einen nennenswerten Prozent der Lichtgeschwindigkeit und dann die Idee hat, dass man innerhalb einer Generation, also sagen wir mal 30, 40 Jahre oder 5, wie viel auch immer, in der Lage sein könnte, ein Bild von diesem Planeten, den man da vermutet, von dem man
glaubt zu wissen, dass er da ist, ein Bild zu haben. Und das fände ich nur wirklich richtig spannend. Also das wäre ja dann, das wäre ja sozusagen das, wie das Bild von, das erste Bild von Apollo von unserer Erde. Also dass man wirklich von außen drauf schaut und sagen kann, jetzt habe ich es gesehen. Auch wenn es da eine Kamera war. Und auch da kann, muss man dann wieder sagen, wer hat die Kamera bedient. Aber das muss ich mit meinen Augen auch. Und von daher muss ich auch da muss ich mich immer fragen, was sehe ich denn eigentlich und sehen wir überhaupt das Gleiche? Ja, wenn ich darauf nochmal was sagen darf. Ja? Das ist ja eigentlich nur gerade das Großartige aus meiner Sicht, ja, was Sie jetzt beschrieben haben. Die Astronomie als ein Hypothesenraum. Eine Wissenschaft, die sich selbst eigentlich immer mit dem Vorzeichen versieht, beschreiben Möglichkeiten. Und wir denken auch immer nochmal über andere Möglichkeiten nach, weil wir bei den Möglichkeiten, die wir beschreiben, einfach sehr, sehr viele ungeklärte Fragen haben. Und man kann ja sehr schön, das können Sie besser erklären als ich, ich deute das daher nur an, weil ich mich auch mit den Zahlen nicht genau auskenne, nur mit dem Faktum, die Astronomie als Wissenschaft, wie sie aus dem späten Mittelalter hervorgeht, beschäftigt sich über Jahrhunderte hinweg mit Umlaufbahnen und der Konstruktion der Abweichung dieser Umlaufbahnen, die man zunehmend sehen kann. Und dann muss man immer neue Monde, Planeten, Störfaktoren und so weiter hinzu erfinden und füllt und berechnet unglaublich kompliziert die Ellipsen und so weiter, bis, und ich sage es jetzt wirklich grob, bitte korrigieren Sie mich, verbessern Sie das, bis Einstein kommt und sagt, Leute, da gelten überhaupt einfach ganz andere Gesetze, da gibt es sowas wie wie Gravitation und eine Krümmung des Raums und dann gehen plötzlich sozusagen die ganzen Artefakte, die gerechnet wurden, es fällt alles in sich zusammen. Das ist für mich ein Beispiel für die Wichtigkeit und in gewisser Weise auch Schönheit von Fiktionsbildung. Ja, es ist so, es gibt Grenzen von unserem Wissen, aber es ist auch die makroskopische Physik mit großen Dingen. Die gilt immer noch. Das ist ein Grenzbeispiel von den physikalischen Eigenschaften bei ganz kleinen Dingen oder im Universum. Und unsere klassische Physik, die gilt immer noch. Aber wir haben gesehen, wir verstehen nicht alles. Man hat gemeint, Heisenberg, glaube ich, war es, er wollte Physik studieren und sein Professor hat gesagt, also das ist langweilig, es geht ja nur um die Zahlen an der 10. Stelle hinterm Null. Und dann kam plötzlich, nein, es gibt eine ganz neue Welt. Es ist nicht so, dass man alles wegschmeißen musste, die klassische Physik gilt immer noch für größere Dinge, aber es gibt auch die Quantenphysik und es gibt die Relativitätstheorie, also neue. Ja, ja, vielleicht kann ich auch da kurz noch anknüpfen. Also die, was Sie beschrieben haben, die Bewegung der Planeten, gerade im Sonnensystem zu beschreiben, also da müssen wir, glaube ich, Sie haben es schon erwähnt, gerade eben zwei Namen nennen, also nicht nur Einstein, sondern auch Kepler. Und es waren halt beide Male wirklich Beispiele dafür, wie in der Wissenschaft Neues gelernt wird, also wie wir Erkenntnis gewinnen können, wenn wir uns von dem lösen, was wir glauben zu wissen. Das ist genau, was Sie gerade sagten. Es war eben früher immer so, dass die Natur ist perfekt, die Umlaufbahnen müssen perfekt sein, es müssen Kreise sein, weil Kreise perfekt sind. Was anderes geht ja nicht. Und Kepler hat dann eben in unglaublicher Arbeit herausgefunden, dass es keine Kreise sind, sondern dass es eine Ellipse ist. Und damit haben sich eigentlich alle Probleme gelöst, bis es dann neue Probleme gab, größere Probleme. Und dann war es Einstein, der ja im Endeffekt eben auch nicht gesagt hat, was kann da draußen sein, sondern der gesagt hat, das funktioniert alles so nicht. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, weil es so aussieht, als wäre es so. Und auch wenn es keiner glaubt. Aber ich rechne es einfach mal durch und das war die Lösung. Ja, wir erfinden hier gerade ein neues kosmologisches Bild der Wissenschaft. Das gefällt mir natürlich sehr gut, die Wissenschaft als sich verdichtender Wahrscheinlichkeitsraum. Vielleicht könnte man die Künste als sich verdichtender Möglichkeitsraum auch beschreiben mit allen eben Überlappungen, zumal wir ja merken, dass dieser
sich verdichtende Wahrscheinlichkeitsraum auch immer wieder flüchtig werden kann. Vielleicht noch kurz zu meiner Wissenschaft. Also mein Name ist Ulrike Steierwald, ich bin Literaturwissenschaftlerin an der Universität Lüneburg. Und diese Veranstaltung findet nämlich in der Reihe Schätze statt. Wenn man jetzt über den Begriff des Schatzes philosophieren wollte, dann kommen wir vielleicht sehr schnell auf diese Metapher des sich verflüchtigenden Wahrscheinlichkeitsraums des Reichtums, aber das wollen wir hier nicht. In diesem Projekt, dieses Thesaurus-Projektes mit dieser Reihe Schätze, beschäftigen wir uns aber genau bei ganz unterschiedlichen Themenfeldern um diese Phänomene. Das heißt, wir betrachten Sprachbilder und Begriffe, wie sie miteinander in Beziehung stehen und in den unterschiedlichen Wissensformationen, Kulturen und historischen Stadien eben immer unterschiedlich und in Transformation begriffen sind. Und da war der Blick in den Sternenhimmel und der Fragestellung nach dem Universum natürlich längst fällig. Und deshalb freue ich mich, dass wir hier über diese Möglichkeits- und Wahrscheinlichkeitsräume diskutieren können. Ich glaube, bei allen ist dieser Aspekt der Zeit und der Zeitlichkeit immer wieder angesprochen worden. Und deshalb möchte ich da noch eine kleine Weile, zeitliche Weile, dran festhalten. Heidi, wir hatten auch darüber gesprochen, wir müssen uns ja immer alle im Klaren sein, dass das, was wir sehen, wenn wir in den Sternenhimmel schauen, kein Zustand ist, sondern dass im Grunde genommen wir in eine ungeheure und eben potenziell unendliche Geschichte schauen und dass vieles, was wir sehen, eben letztendlich der Vergangenheit, der Geschichte angehört. Sind solche Überlegungen für deine Zeichnungen auch relevant oder würdest du sagen, ja, das ist im Hinblick auf die irdische und menschliche Zeitlichkeit eigentlich kein Problem und ist gesetzt? Ich glaube, dass es tatsächlich nicht relevant ist in diesem Kontext, weil also ich habe ja jetzt wirklich sehr viele von diesen Bildern gezeichnet, aus unterschiedlichsten Kulturen, aus unterschiedlichsten Zeiten auch. Und was wahrscheinlich nicht verblüffend ist, aber doch irgendwie schon, ist, dass es, egal wann es war, egal wo es war, dass es eigentlich sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Also selbst wenn es eben andere Tiere sind oder andere Gottheiten, aber es dreht sich sozusagen immer um denselben Kosmos eigentlich, der gesehen wird. Es sind Tiere, Pflanzen, es ist eigentlich die Welt, die man unten auf der Erde hat, halt einfach nochmal im Himmel. Und sie unterscheidet sich natürlich in der zeitlichen Form, dass man jetzt vielleicht im 18. Jahrhundert sich andere Dinge vorstellt als 3000 vor Christus, aber das, was man zum Schluss tatsächlich sieht oder was man glaubt zu sehen oder was man sich vorstellt, hat sich nicht wahnsinnig geändert. Die Dinge, die man glaubt zu sehen oder die Figuren oder die, deswegen glaube ich, ist die Zeit in dem Fall tatsächlich nicht so relevant, würde ich denken. Das ist erstaunlich, finde ich, wenn wir doch gerade auch darüber gesprochen haben, wie im Sinne der Wissenschaftsgeschichte sich doch bestimmte Weltbilder, nenne ich das jetzt mal, Wissensformationen ständig irgendwie transformieren. Könnte es nicht sein, dass letztendlich wir genauso, wie wir in den Sternenhimmel schauen und meinen, eine Gegenwärtigkeit eben von Sichtbarkeit zu erfahren, eben dieses Bewusstsein aber dahinter ist, dass wir gerade in quasi eine Art von zeitlicher Transformation nur schauen können, dass genau also dieses Aspekt der Transformation letztendlich sich auch in den Mythen, in den mythologischen Erzählungen zeigt und damit auch in den unterschiedlichen Wissensformationen dieser kulturellen Sichtbarmachung des Sternenhimmels? Ja, es ist schwierig, auf diese
Frage-Antwort zu geben, ohne zu erklären, wie die babylonische Astronomie aussah. Denn die sah ganz anders aus als unsere. Die haben, die waren gute Numeriker. Die haben Zahlen gelistet und verglichen und haben mit Zahlen Himmelsereignisse beschrieben. Von einem Ereignis zu der gleichen Ereignis eine Periode später. Und das heißt, wir haben einfach Zahlenreihen. Und dann haben sie so viel wir wissen, hatten sie keine geometrische Vorstellung. Wir denken ja immer an der altmodischen Geometrie oder Himmelssphäre oder griechische Beschreibung von unserer Welt. Das sind Bilder, die in Griechenland entstanden sind. In Mesopotamien sah es komplett anders aus. Vielleicht können wir ein paar zeigen, was wir da sehen. Das, was ganz Frühes, was die Babylonier gemerkt haben, ist, dass es die Sonne und, ja, das da, richtig. Da haben wir einfach so eine Liste. Wir haben 12 Monate links und dann haben wir die Sterne, die im Norden aufgehen und Sterne, die im Osten aufgehen und Sterne, die im Südosten aufgehen. Und was liegt dahinter? Die Sonne bewegt sich im Himmel 1 Grad rückwärts pro Tag und das bedeutet, es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, wo ein Stern nicht sichtbar ist, weil die Sonne gerade daneben ist und dann plötzlich wird der Stern sichtbar. Die Sonne ist weit weg, genügend weg und das hängt ja von der Sonnenposition ab und vom Jahr und da haben wir für alle 12 Monate die Sterne, die, sagen wir, heliarchisch aufgingen. Also zum ersten Mal vor Sonnenaufgang sehen wir diese Sterne, die da stehen. Das ist eine Liste, das wird man sich ja gar nicht vorstellen, dass das Astronomie ist. Das nächste, wo man hinkommt, ist so eine Zeichnung wie hier, wo wir quasi ja, die ganze Schale, oh, die können wir vielleicht auch zeigen, die rekonstruierte ganze, ein anderes Bild weiter unten. Können wir zeigen, das da. Das kann man rekonstruieren und da haben wir die 12 Monate und wenn wir uns vorstellen, wir gucken auf den östlichen Horizont und da gibt es ein nördliches Intervall, ein mittleres Intervall und ein südliches Intervall und da stehen einfach die Sterne, die in diesem Monat heliarchisch aufgehen. Ja, und das sieht ja komplett anders aus. Jetzt möchte ich gerne noch das zweite Bild zeigen. Weiter oben, ja. Das hier ist was ganz Bildliches. Und eins von den wenigen Beispielen, die wir haben. Was haben wir hier? Wir haben Tierkreiszeichen Löwe auf einer astrologischen Tafel. Und der Löwe steht auf Hydra. Und links haben wir Jupiter und drunter haben wir 12 kleine Teile von einem Tierkreiszeichen. Das sind die Mikrozeichen, denn wir fangen an mit Löwe und gehen weiter alle 2,5 Grad und haben unter der Löwe 12 kleine Teile. Die werden gebraucht, um anhand der Sonnenbewegung zu wissen, wo der Mond ist. In einem ganz einfachen Mittelwertschema, die Sonne bewegt sich 1 Grad pro Tag und der Mond bewegt sich 13 Grad. Und so kann man quasi anhand von der Sonnenposition auch der mittleren Mondposition ermitteln. Das wurde sehr kräftig in der Astrologie verwendet. Und dann möchte ich gern das nächste Bild zeigen, die astronomische Tafeln sehen so aus. Das sind lauter Zahlen.
Kolonnen mit Zahlen. Das ist von einer Mondtafel und die ist ganz bekannt, weil 1982 hat ein Astronom und Jesuit, der Epping, herausgefunden, was da drauf steht. Und er hat herausgefunden, dass die Babylonier imstande waren, vorauszuberechnen, wann Sonne und Mond in der gleichen Richtung stehen. Und das war eine Revolution, weil die Bewegungen sind so kompliziert, wir können so viele Kolonnen sehen, Tageslänge, Mondgeschwindigkeit, wie weit ist der Mond weg von Ekliptik, also den Tierkreis. Alles wurde berücksichtigt und da hat er gesagt, also das waren nicht nur Chaldäer und Astrologen, das waren Astronomen. Und darum habe ich Ihnen diese Tafel gezeigt und das sieht ja völlig anders aus, als was wir uns vorstellen. Aber die haben halt mit den Mitteln gearbeitet, die sie hatten. Sie waren sehr, sehr gute Numeriker, gute Beobachter und haben an Zahlen sehen können, wenn sich irgendwas periodisch wiederholt. Ja, sehr anschaulich im wahrsten Sinne für das, was ich so ein wenig unscharf gefragt habe. Ich denke schon, dass uns das ein wenig sensibilisieren sollte für den Willen, bildliche Vorstellungen, Sternbilder auch für verschiedene Kulturen, aber auch verschiedene Zeithorizonte dann wirklich reproduzieren zu wollen. Also das Stichwort geht ein wenig in die Fragestellung der kulturellen Aneignung. Ich habe ja versucht, in der Einleitung das ein wenig einfach zu entschärfen, indem ich gesagt habe, es geht um die Himmel im Plural. Und dennoch ist auch von der Geschichte des Wissens her nun der Kosmos, das Universum, immer so unser Anker, ebenso wie du auch ganz nachvollziehbar gesagt hast, einer Gemeinsamkeit, also sprich der Mensch im Singular im Universum. Aber ich denke, wir könnten heute im Hinblick auf dieses Bewusstsein für wirklich das andere zu denken und auch sich bewusst zu sein, dass auch die Vorstellung und die Bildlichkeit und die Einbettung der Menschen im Plural in diesem Universum eben sehr, sehr verschieden sein können, dass wir nur in dieser Auseinandersetzung der sehr, sehr unterschiedlichen Sichtweisen in den Himmel eigentlich Wissenschaftsgeschichte geschrieben werden kann, aber vielleicht eben auch Dichtung und Kunst betrieben werden könnte. Ich würde gerne ein paar Punkte aufgreifen, die jetzt gefallen sind. Mir sind ja die Babylonier hier sehr sympathisch. Also, und ich bin auch hier sehr dankbar, dass mir vorhin erklärt wurde, ich habe zum ersten Mal begriffen, warum ich solche Schwierigkeiten habe, immer diese seltsamen Figuren da am Himmel zu sehen. Die haben mich schon genervt als Kind, was sie mir da erklärt haben. Großer Bär, das ist überhaupt kein großer Bär. Da muss man so viel weglassen, damit man den sieht, das kann es doch nicht sein. Und all diese Griechen da oben, was tun die da oben eigentlich? Also ich sehe das nicht richtig, ich verstehe jetzt, dass ich offensichtlich Gehirn habe, dass diese Verschiebungen nicht richtig vornimmt. Oder mein Projektionsbedürfnis ist nicht so ausgeprägt. Ich will überhaupt gar keine Gestalten da sehen. Was ich sehr eindringlich fand, ist zum einen das Bedürfnis, das deutlich wurde über diese verschiedenen, den kulturellen Vergleich. Es sind immer andere Bilder, aber es gibt anscheinend wie so eine Art anthropologischer Konstante das Bedürfnis, Welt, irdische Welt, zu projizieren da oben hinauf, also sich eigentlich fortzusetzen. Ins Mikro. Ach so, stimmt. Beides, also sowohl die weltliche Welt als auch sozusagen die göttliche. Es hat diese beiden Ebenen. Mhm. Und es ist sehr unterschiedlich, je nach Kultur, was
was stärker betont wird. Ja, ob ich mehr Wägen da oben sehe oder mehr Göttergestalten, zum Beispiel Kamele, Kamelstuten oder so Männer, die krumme Beine haben, weil sie medizinisch nicht genügend versorgt wurden. Das sind ja sehr, sehr schön weltliche Geschichten, die da zu erkennen sind, und zugleich wird die Göttergeschichte erzählt. Und was mich umtreibt als Autorin, ist die Frage nach dem Bedürfnis, das da dahinter steht. Und das wäre für mich sozusagen eigentlich ein ganz entscheidender Punkt, der klang vorhin an, nämlich, ich sage mal das Stichwort Angst. Wir projizieren und erzählen Geschichten da oben zum einen, um eine Unverfügbarkeit, die dieser Himmelsraum darstellt, zu zähmen, um damit umzugehen, dass Dinge passieren, die uns Angst machen, weil sie eben sowas wie die Mondfinsternis, die Sonnenfinsternis, das ist ja ein vielfach bearbeiteter Topos auch in der darstellenden Kunst, wird verbunden dann mit irgendwelchen Mechanismen, um das zu beherrschen. Dieses Moment finde ich wichtig, wenn wir über Himmel im Plural sprechen, dass man es mit etwas zu tun hat, was eben sich tatsächlich der Einflussnahme entzieht. Was mache ich da oben? Ich kann beobachten, ich versuche Gesetze zu erklären, ich kann hier unten reagieren, aber ich werde diese Finsternis zum Beispiel nicht verhindern können. Und ich muss einfach befürchten, was von da oben eventuell hier herunterfällt. Und ich finde es sehr interessant, dass diese Ängste ja immer wieder auch in unseren Gesellschaften, so alle 10 bis 20 Jahre, tauchen die wieder auf. Gibt es wieder irgendeine Schlagzeile? Meteoriteneinschlag, furchtbare Kollision von irgendwelchen Splittern. Wird die Erde getroffen oder nicht? Und das ist natürlich so, wie ich es jetzt darstelle, erkennt man die Übertreibung darin. Aber die tiefe Angst, das Gefühl, ausgesetzt zu sein oder umgeben, gehalten, Teil von etwas zu sein, was man nicht begreift, das finde ich eine essentielle Voraussetzung, eine essentielle Begleitung bei jeder Auseinandersetzung dieses Lesens und Gelesenwerdens, was da stattfindet. Ja, war das eine Frage an mich? Ja? Ja, eine Aufforderung der anderen, etwas dazu zu sagen. Dann würde ich gern noch ein Bild zeigen. Viel Ängste sind drin und Unsicherheiten, und es entwickelte sich in Mesopotamien eine ganze Gruppe von Astronomen und Astrologen, die sehr viel Macht hatten, weil sie beobachten konnten und die Schriften kannten. Und die haben dann viel, hier haben wir eine schöne Tafel. Und das Oberste, da steht genau geschrieben, also das hier ist geheimes Wissen der Götter. Und ihr dürft es nur Leute zeigen, die in Babylon sind. Und ja, nicht jemand aus Uruk zeigen. Denn wenn ihr das macht, dann muss Nabu und Nisaba ihn bestrafen. Ihre Weisheit soll nicht weitergehen und sie sollen in Armut und an Wassersod sterben. Und was kommt drunter? Simple Vorhersageregeln, wie man rausfinden kann, wann im Vergleich zur Sonnenuntergang der Mond untergehen will. Also Wissen ist Macht hier auch. Das ist ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist, alle Regeln, die die Leute selber herausgefunden haben, haben sie gesehen als offenbartes Wissen der Götter. Und wir können gerade den nächsten sehen. Wir wissen, dass die Schrift und Zahlensystem und Astronomie von den Menschen entwickelt wurde. Wir sehen das in den Keilschrifttexten. Und trotzdem haben sie ein Lied, Nisaba, eine Frau funkelnd vor Freude, also eine Göttin, eine rechtschaffene Frau, Schreiberin, Dame, die alles weiß. Sie führt deine Finger auf dem Ton, sie lässt sie wundervolle Keile auf die Tafel drucken, sie lässt die Keile funkeln mit einem goldenen Schrift. Und dann haben sie zwei Insignien, ein Einheits,
Schnur und eine Messlatte und so weiter. Gerechtigkeit wird dadurch gezeigt, dass sie recht misst, also ihr Maßstab ist richtig geeigt und auch diese Schnur. Und das wird alles Nisaba, die Göttin, in die Schuhe geschoben. Ja. Ja, die Rechtmäßigkeit für das rechte Maß, das ist sprachlich auch wieder knüpft an das, was wir vorher besprachen. Die Zusammenhänge von Astronomie und Geheimwissen und Macht oder ich würde auch sagen von Eskapismus, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, sollten wir vielleicht auch kurz ansprechen, denn aktuell im letzten Jahr hatten wir die wunderschönen Bilder vom James Webb Teleskop, Weltraumteleskop. In diesem Jahr, ich glaube erst vor 3 Wochen, war dann Euklid an der Reihe und ich bekam schon ein wenig einen Schreck, weil, wenn Sie es auch gehört haben, auch tagesschauwürdig und da waren hintereinander wirklich die Bilder des Krieges, die Nachrichten des Krieges, der Kriege im Plural inzwischen und dann kamen diese wunderschönen Bilder von Euklid, die, wie wir ja gerade von Ansgar Reiners auch bestätigt haben, natürlich ja, Projektionen sind, die jetzt mit einer Art von faktischer Verdichtung von Wahrscheinlichkeit noch nichts zu tun haben, sondern eher sehr bunte und ungeheuer plastische und auch wieder mit Bildern wie dem Drachennebel und also Figuren arbeitenden Bildlichkeiten. Und wenn wir an die momentanen Raketensysteme denken, Stichwort Elon Musk oder so, dann sehen wir schon, dass wir uns klar machen müssen, dass natürlich die Geschichte der Astronomie mit der Geschichte der Technik nicht nur verbunden ist, sondern auch mit der Geschichte der militärischen Entwicklung von Eroberung. Also die Rakete ist, glaube ich, ein Urbild des Willens des Menschen, praktisch über die Höhe zu verfügen. Wie stark ist das Thema im Bereich der heutigen Natur- und Technikwissenschaften, diese Brisanz in der eindeutigen Verwebung der Problemstellen, der Probleme, wie der Mensch eben über den Menschen, aber eben auch die Welt verfügen möchte? Oder ist das überhaupt Thema? Das ist sicherlich ein Thema, das ist ja sicherlich viele Themen. Da muss man überlegen, wo man anfängt. Also zunächst mal ist es in der Forschung, zumindest an den Universitäten, hat man den Grundsatz, dass man zunächst mal sich an militärischer Forschung nicht beteiligt, aus offensichtlichen Gründen, die wir sicherlich nicht diskutieren müssen. Also wir haben die sogenannte Zivilklausel an der Universität und an vielen Universitäten, so dass man eben die zunächst mal ausschließt, dass man aus militärischer Forschung oder aus militärischen Gründen sich an Forschung beteiligt. Das wäre, ehrlich gesagt, wenn das nicht so wäre, wären viele Dinge leichter zu finanzieren, weil es sicherlich an vielen Enden militärische Interessen gäbe oder zumindest an der Technologie Interesse gäbe. Da kann man aber nur dann wirklich in sehr starken Ausnahmesituationen mitmachen. Ein Beispiel, wie eng das verwoben ist, kann ich Ihnen geben. Also die Detektoren, die wir benutzen in unseren Instrumenten, die wir wirklich die auf der Erde stehen, die nun wirklich mit militärischer Forschung vordergründig nichts zu tun haben, können wir selber nicht kaufen, weil das militärisches Material ist. Die können nur von Instituten gekauft werden aus den USA, weil die da hergestellt werden, die dafür eine Freigabe haben, weil Infrarotdetektoren im Grunde nur und wirklich ausschließlich für Raketentechnologie, für Flugabwehrsysteme gebaut und entwickelt werden.
Das heißt, in dem Fall profitieren wir davon, dass es diese Systeme gibt. Ohne diese Systeme könnten wir unsere Wissenschaft zu einem Großteil nicht machen. Es gibt andere Systeme, die dann auch funktionieren würden. Aber sowas ist ganz eng verwoben. Also das ist natürlich immer da. Auf der anderen Seite, ja, gut, wenn wir es dann zivil nutzen, also wir sind ganz bestimmt kein Geldgeber dafür und auch kein Entwicklungs-, auch hin und wieder vielleicht ein Entwicklungstreiber, aber sicherlich kein finanziell relevanter Entwicklungstreiber, würde ich sagen. Dennoch, die Frage stellt sich natürlich, man muss sich diese Frage immer stellen, ob das ethisch vertretbar ist, was man da macht. So wie man das sicherlich in allen anderen Bereichen auch machen muss. Und ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, dass natürlich besonders die Astronomie eben auch ein Technologietreiber immer schon gewesen ist. Und im Endeffekt natürlich auch vieles, was wir machen, überhaupt diese ganze Raketentechnologie und alles ermöglicht. Und wir wissen, denke ich, alle, dass also es gibt das Hubble-Weltraumteleskop, aber es gibt noch einen ganzen Satz von baugleichen Teleskopen, die in die andere Richtung schauen, nämlich auf die Erdoberfläche. Und das sind natürlich wissenschaftliche Aktivitäten, die dazu geführt haben, dass das funktioniert, die da eng miteinander verwoben sind. Also viele von den Kolleginnen und Kollegen, die in unserer Richtung ausgebildet sind, arbeiten natürlich im militärischen Bereich. Ja, also die Frage war auch jetzt nicht so naiv gestellt, so nach dem Motto, dann lassen wir es lieber, sondern ganz im Gegenteil, in eben diesem Problembewusstsein, wo die Künste ja auch nicht frei von sind, deshalb habe ich dieses Stichwort Eskapismus genannt. Und ich weiß, also Ulrike Dresner, dieser Roman entstand vor mittlerweile 13 Jahren. Momentan in diesem Jahr entstand der letzte Band eines dreiteiligen Zyklus, Die Verwandelten von Ulrike Dresner, wo es um die Kriegserfahrung geht, wo es um die Geschichte der Gewalt in der europäischen Flucht und Vertreibung des letzten Jahrhunderts geht. Und dennoch würde ich sagen, ist in deinem Schreiben immer auch diese Fragestellung, wenn es sich um eben solche Wahrnehmungswelten geht wie die Astronomie oder sogar vielleicht die Diskussion von theologischen Standpunkten, die Frage nach dem Menschen und eben auch nach diesem Wissensdrang und auch nach den daraus folgenden Machtsystemen sehr, sehr klar zu lesen. Und der Himmel wäre ja vielleicht eben ein Raum, und deswegen finde ich ihn also unter anderem so spannend, an dem diese Macht sich bricht, an dem sie andere Formen erfinden muss. Solange man nicht zum Mond fliegen konnte, musste man sich darauf beschränken, den Krieg zum Beispiel auch an den Himmel zu projizieren. Auch das Wort Kosmos hat mich immer erschreckt. Aus dem Griechischen hat eine sehr schöne Bedeutung, sowas wie Schmuck und Ordnung, heißt aber auch Heeresordnung. Also schon das Wort an sich spricht eigentlich vom Aufmarsch der feindlichen Armeen. Und dann tritt ja mit dem Moment sozusagen, jetzt wurde ja schon besprochen, wie die technische Entwicklung weitergeht. Ich erinnere mich gut, wie ich als noch relativ kleines Kind mit meinem Vater vor dem frisch angeschafften Fernseher saß und man die Mondlandung sah. Und das war ein Akt des Kalten Krieges. Da wurde die amerikanische Flagge aufgepflanzt und davor hatten die Russen immer die Nase vorn gehabt, so mein Vater. Und jetzt hatte der Westen die Nase vorn. Ja, da war plötzlich so dieser Kosmos in einem ganz schlimmen Sinn, Kosmos, Kriegsordnung, Teil der Kriegsordnung. Und ich finde es traurig, dass der Mensch sozusagen anscheinend nicht anders kann, als das, was er da sehr irdisch mitbringt, zum einen hinauszutragen, über den Planeten hinaus. Und das zeigt sich nicht nur in Krisenkriegszügen, sondern auch im Müllproblem. Das ist ja unglaublich, was für Spuren wir da oben bereits hinterlassen haben. Einfach deponiert und alle regen sich auf über die gelben Plastikentchen, die alle zusammenschwimmen, weil Container sie verloren haben in den Meeren. Und im Kosmos verteilen wir auch den Müll auf diverse Umlaufbahnen und erzeugen neue Angstgründe. Also da tritt ja dann, das klang ja vorhin schon an, was für ein Menschenbild
ist hier mit am Werk. Und wenn wir über das Anthropozän diskutieren, tun wir das aus guten Gründen im Wesentlichen bezogen auf die Bedingungen, die das Leben hier auf der Erde angeben. Aber eigentlich müsste man es erweitern, weil auch die Frage nach Verfügungsrechten, nach Zugriffsrechten dann nicht nur auf dem Planeten begrenzt bleiben kann, sondern Verantwortung ein großes Stück weitergeht, was nicht heißt, dass wir irgendwie wesentlichen Einfluss darauf hätten. Das ist ja sozusagen irrelevant, dass wir wiederum wahnsinnig klein sind und für diesen Kosmos irrelevant sind. Darauf kommt es nicht an, sondern da geht es ja dann sozusagen um die Frage danach, wie viel Expansion und welche Art von Expansion wollen wir haben und können wir verantworten. Ja, jetzt möchte ich, die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die unterschiedlichen Kulturen, die unterschiedlichen Mächte, die wirken in der Wissenschaftsgeschichte, in der Geschichte des Wissens, aber damit eben auch insbesondere in der Politik. Wir haben in diesen Fragen, wie unterschiedlich die Astronomie sich zeigt in den verschiedenen Epochen, viel gehört, dankenswerterweise, über Mesopotamien und damit dann auch den Transfer der, sagen wir mal, neuzeitlichen europäischen Astronomie angesprochen. Im demütigen Bewusstsein, wie wenig wir übergreifen sollten auf die Vorstellungs- und Darstellungswelten anderer Kulturen. Was mir selbst in heutigen Publikationen und Ausstellungen zu der Geschichte der Astronomie manchmal aufstößt, ist, dass das arme Mittelalter immer noch ein wenig zu kurz kommt in den hochkomplexen und eben auch ganz andersartigen Vorstellungsweisen vom Himmel und von eben, ich würde eben da noch gar nicht vom Kosmos sprechen, sondern von den unendlichen Weiten des Universums. Denn unsere heutige Auffassung vom Mittelalter ist meines Erachtens immer noch sehr geprägt vom abwertenden Bild des 19. Jahrhunderts, das eben so quasi sehr, sehr munter von der antiken Kultur dann in die Renaissance und in die quasi Wiederentdeckung des Wissens und der Erkenntnisse, auch was das Universum angeht, sprang. Und das finstere Mittelalter, es ist ganz interessant, dass in dieser Metapher vom finsteren Mittelalter also gerade auch die Dunkelheit wieder aufgegriffen wird. Aber dieses Bild ist ja falsch, und wir haben eben mit Ulrike Dresner nicht nur eine Schriftstellerin, sondern auch eine Medievistin, und wir haben eben auch eine Expertin für die mittelalterlichen Vorstellungen, und da würde ich mal so die These aufstellen, dass dieses Bild, also wir haben ein gesichertes, scheibenartiges Weltbild im Mittelalter mit Fixsternen und einem gesicherten, quasi theologischen, fixen Horizont im Gegensatz zu all den interessanten Fragestellungen, die wir hier jetzt für die Antike, wie für die Neuzeit, wie für die Gegenwart diskutiert haben, dass das doch so, glaube ich, nicht stimmt. Da stimme ich komplett zu. Das ist völlig klar, dass man seit 400 vor Christus gewusst hat, dass die Erde eine Kugelform hat. Da gibt es viele antike Schriften, die zeigen, welche Beobachtungen man machen kann, um zu diesem Schluss zu kommen. Und dieses Wissen wurde durch das ganze Mittelalter tradiert. Und ich glaube, dass wir da an einem ganz wichtigen Punkt sind noch für unsere Diskussion, was Himmel angeht. Im Deutschen ist Himmel ja ein irreführendes Wort. Im Englischen gibt es Sky and Heaven. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Da gibt es zum einen das, was wir sehen würden, wenn es hier nicht so hell wäre, oder was wir tagsüber sehen, wenn wir nach oben schauen. Und zum anderen gibt es die religiösen Vorstellungen. Und im Mittelalter, wenn ich das jetzt aus der Literaturgeschichte betrachte, zum Beispiel im
Parzival von Wolfram von Eschenbach gibt es relativ fortschrittliches zeitgenössisches astronomisches Wissen, das, wo er auch klar macht, wo das herkommt, das ist nämlich aus von den arabischen Wissenschaftlern, das wird importiert, da gibt es einen größeren Austausch. Also ich kann auch nur bestätigen, was Sie eben sagten, aber wir haben parallel dazu ein für uns eigentlich völlig widersprüchliches System, und das ist das christliche Wissenssystem, das aufgrund gewisser Bibeldeutung gewisse Vorgaben macht und eine christlich definierte Topographie und Geographie erfindet. Der Erdmittelpunkt ist Jerusalem und da gibt es die vier Flüsse, und jeder, der da mal war, weiß, dass das keine reale Topographie ist. Es ist eine Glaubenstopographie, die aber sozusagen Realwert bekommt. Und wenn wir dann schauen, sehen wir ja einen großen Konflikt zwischen dem, was eben, da sind wir nochmal bei dem Thema Macht, was geglaubt werden durfte, was geglaubt werden konnte, welche Fragen überhaupt gestellt werden durften. Und also den Streit der Ideologien, der über das Himmelssystem und das Erdbild transportiert worden ist, das ist ja auch eine Art von Krieg, die da geführt wurde. Und ich finde deswegen aus meiner Sicht als Autorin immer die Momente besonders interessant, wo eben Wissenssysteme zusammenbrechen, wo sich etwas nicht mehr rechnen lässt, wo es eine andere Hypothese gibt, die etwas umkippt, neue Fragen aufwirft, oder wo eine so simple Frage gestellt wird wie: Warum schwimmen wir nachts nicht in Sternenlicht? Denn wenn sozusagen die christliche Annahme, dass das Universum unendlich ist, stimmt, dann müsste an jedem Fleckchen dieses Nachthimmels ein Stern stehen. Und wir würden nachts in Sternenlicht schwimmen. Es wäre hier Sternenlicht hell. Und tags wäre es sonnenhell. Nun ist es aber evidentermaßen nicht so. Um Gottes Willen, was machen wir mit diesem Problem? Wie können wir das so beantworten, dass uns zum einen nicht der Kopf abgehauen wird und zum anderen wir dieses nicht zu leugnende Phänomen erklären? Und das ist bekannt geworden als das Olbersche Paradox, das dann erst Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, offiziell gelöst wurde. Und mir hat immer sehr gut gefallen, dass ein Dichter viel früher die richtige Antwort darauf gefunden hat, nämlich Edgar Allan Poe, der nicht nur großartige Geschichten geschrieben hat, sondern auch ein Hobbyastronom war und in einem Essay, den er Heureka genannt hat, erklärt, warum das so ist, weil das Universum eben nicht unendlich ist und weil es sowas wie Lichtgeschwindigkeit gibt und die auch nicht unendlich ist, sondern eine Geschwindigkeit, sodass nicht an allen Stellen diese Sterne stehen und dass wir sie auch schon gar nicht alle sehen. Und das ist ja sozusagen, da musste ja, um das überhaupt sagen zu können und zu wissen, musste ja überhaupt erstmal, um mit Foucault zu sprechen, eine ganze Episteme sich verändern und der Freiraum dieses Denkens oder dieser Art von Fragen zugelassen werden. Und da kommen die Ängste nochmal ins Spiel. Ja, sehr wohl. Wollen Sie zu uns zu dem Paradox noch etwas aus astrophysikalischer Sicht sagen, was Finsternis und Licht angeht? Also ich hatte auch gerade gelesen, in den neuesten populärwissenschaftlichen Berichten wird insgesamt von dieser Euklid-Sonde gesagt, dass sie uns zeigen kann quasi, dass 95% des Universums aus schwarzer Materie bestehen. Ich denke schon, das ist typisch populärwissenschaftlich, insofern also für mich gedacht. Und dennoch muss ich gerade auch wieder nach unserem Gespräch sagen, das ist merkwürdig. Das ist es. Da kann ich sicherlich nur zustimmen. Ich glaube, ich würde gerne einfach nochmal betonen, also ich kann da zunächst mal das im Wesentlichen unterschreiben, was Sie über das Oberste Paradoxon gesagt haben. Natürlich, da müssen wir jetzt auch nicht viel erklären, aber ich glaube, der wichtige Punkt, den wir nochmal aufgreifen sollten, das hatten wir vorhin schon gesagt, ist ja eben, dass wir, also Sie haben es sehr plakativ jetzt ausgedrückt gesagt, dass das Universum ist nicht unendlich. Das ist aber tatsächlich eine Aussage, die wir eben auch nicht wissen. Auch das können wir nicht sagen. Das ist alles vollkommen richtig, dass das nicht stimmt, dass es nicht überall hell ist und so weiter und so fort. Aber es ist eben alles mindestens zwei Spuren komplizierter. Das Licht hat eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit. Dann gibt es unterwegs auch noch alle möglichen absorbierenden Materialien, die da rumfleuchen und so weiter und so fort. Und der eigentliche Punkt ist aber, dass wir haben ein gutes, gut funktionierendes
ein halbwegs gut funktionierendes Bild, sage ich mal, des gesamten Universums, uns zusammengebastelt aus all den Informationen, die wir haben. Und Euclid sammelt eben gerade neue und versucht dann eben den Zustand der dunklen Materie, der dunklen Energie, wie es neuerdings jetzt, was hier zugekommen ist, sozusagen irgendwann zu erklären, ohne dass wir irgendeine geringste Ahnung davon hätten, was wir da eigentlich machen. Das kann man, glaube ich, mal so sagen. Also dunkle Energie heißt deswegen dunkle Energie, weil wir schlicht und ergreifend nicht wissen, wovon wir reden. Und das ist natürlich schön, wenn das mal in der Tagesschau gesagt wird, dass Euclid dazu beiträgt. Aber am Ende, man muss sehr, sehr genau aufpassen. Es klingt dann auch oft, es klingt dann so ein bisschen wie die Muppet Show. So ist es aber ja nun auch nicht. Es ist schon natürlich reale Wissenschaft und eine echte Frage und wir kommen hoffentlich der Antwort damit näher. Das Problem ist häufig auch Urknall, Sie hatten es vorhin schon gesagt. Da wollte ich Sie gerade noch danach fragen. Wissen Begriffe, wir, wovon wir reden? Hat ein katholischer Theologe erfunden, also den Urknall? Ich würde sagen, die Astrophysikerinnen und Physiker, die sich damit beschäftigen, die wissen schon sehr genau, wovon sie reden und die benutzen dann vielleicht auch gerne mal das Wort Urknall, aber das Wort Urknall war eigentlich ein Witz von jemandem, der darüber gesprochen hat. Dann können wir ja gleich von Urknall reden, hat er, oder von Big Bang wurde damals gesprochen, weil wenn wir zurückdenken und dann das alles irgendwo an einem Punkt gestartet sein muss, dann können wir ja, und das war flapsig gemeint, gleich von Big Bang reden. Aber sowas wird natürlich dann gerne aufgegriffen, das ist auch gut so. Wir wollen ja auch, dass das die Öffentlichkeit mitdenkt und dass man Menschen begeistert und auch kreativ anregt. Aber man darf es nicht verwechseln mit Freizeitaktivität, die irgendwie nur zum Witz da ist. Also da stehen natürlich wissenschaftliche Theorien dahinter, die man auch rechnen kann und die einem auch was sagen. Nur ob wir das auch interpretieren können, was wir dann davon haben und ob uns das den Sinn des Lebens gibt und ähnliche Dinge, das steht damit überhaupt nicht im Zusammenhang. Wir haben eine physikalische oder eine im Wesentlichen in dem Fall mathematische Theorie, die versuchen wir zu testen und die wollen wir falsifizieren. Bestätigen können wir sie sowieso nicht, das hatten wir vorhin schon erwähnt. Aber wir machen dadurch Fortschritt auf jeden Fall. Und ja, das nennen wir jetzt gerade dunkle Energie, aber da werden wir sicherlich noch vorankommen. Es ist dann eben nicht mehr so griffig wie Dinge, die man sehen kann. Ich habe da nur mal kurz eine Frage. Als ich damals für die Vorlehre recherchiert habe, war ich in dem MPI in Garching und man hat versucht, mir vieles zu erklären. Und unter anderem hat der Astrophysiker, mit dem ich damals sprach, mir erklärt, dass die mathematischen Modelle, also man muss sich ja sozusagen an den, wenn man jetzt mal Urknall versucht, mathematisch anzugreifen, dann muss man sich ja sozusagen einem Nullpunkt nähern. Und dass 10 hoch minus 43 oder 10 hoch minus 47 Sekunden vor diesem Nullpunkt die mathematischen Modelle kollabieren. Ja, also das ist eben, am Ende ist das die Konsequenz. Wenn wir davon reden, dass es alles irgendwo begonnen hat, dann hört bei diesem Beginn aber diese Theorie eben auch auf, weil sie dann ja begonnen hat. In dem Moment, bevor der Beginn erreicht wird, hört sie auf. Bevor Beginn ist eben kein logischer Zusammenhang. Genau. Und also ich glaube, der Beginn ist nichts, wo ein Bevor richtig sein kann. Genau. Von der anderen Seite, auf der anderen Skala. Das ist ja nicht vor dem Beginn, sondern bevor ich den Beginn erreiche. Also wenn der Beginn 0 ist, dann hört das halt bei 0,0001 auf oder sowas. Das ist jetzt, da haben wir uns missverstanden. So ein Vor meine ich nicht. Das ist ein sprachlich anderes Vor, wenn ich die Zeitskala nehme. Das kann natürlich Mikrosekunden quasi, wenn Sie vom Beginn rechnen, hätte ich nachsagen müssen. Ich rechne aber von heute zurück und deswegen sage ich vor. Das ist das alte Plus-Minus-1-Problem über die Nullen gespiegelt, aber das führt jetzt zu weit wahrscheinlich. Ja, aber wie groß die Zahl ist, ob es jetzt 10 hoch minus 43 oder irgendwie, spielt ja keine Rolle. Interessant finde ich den Zusammenbruch der mathematischen Systeme. Das sind ja, ich sagte ja vorhin, spannend ist doch eigentlich das, wo wir auf Paradoxien stoßen, auf Unlösbares, wo wir mit den Instrumentarien, die wir haben, seien es technische Instrumente, mathematische Formeln, an einen Punkt kommen, an dem wir diesen Himmel nicht mehr einholen können oder unsere Modelle irgendwie nachgeben, weiche Stelle haben, inkonkurrent werden, weil dann ja eigentlich dieses ganz alte Faszinosum wieder greift, nämlich die Unverfügbarkeit. Ich habe ja immer die Astrophysiker bewundert dafür, was für einen Forschungsgegenstand sie haben. Richtig kann man nicht anfassen, kann man nicht rumschieben, kann man überhaupt nichts tun. Und wenn man Pech hat, muss man halt, dann ist klar, man hat jetzt irgendwie den Moment verpasst und in 273 Jahren kommt die Konstellation wieder. Aber da bist du, dann hast du das sogenannte zeitliche Gesicht. Ist aber auch ganz praktisch, dann kann man nämlich behaupten, was man möchte.
Ja, vielleicht abschließend zum Thema eben Unverfügbarkeit natürlich möchte ich noch zitieren aus den Betrachtungen über das Weltgebäude von Johann Peter Hebel. Da hat mich meine Kollegin Claudia Alves in der letzten Woche noch darauf hingewiesen. Und zwar entstand das eben Mitte des 19. Jahrhunderts in dem sogenannten Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Johann Peter Hebel ist für mich gehört zu den sehr missverstandenen und verkannten Autoren des 19. Jahrhunderts, weil er immer so als gemütlicher, biedermeierlicher Schriftsteller im theologischen Sinne auch interpretiert worden ist, im Grunde genommen aber auch in dieser Fragestellung über das Weltgebäude genau die zeitgenössischen Erkenntnisse der populärwissenschaftlichen, aber doch auch wissenschaftlichen Astrophysik aufgreift. Und das Interessante ist, dass die Astrophysiker in dieser Zeit in populären Schriften händeringend versuchten, so ein gesichertes, theologisches, freundliches Weltverständnis aufrechtzuerhalten, obwohl eigentlich gerade im 19. Jahrhundert durch die Verzeitlichung des Kosmos und durch die Erkenntnisse eben all dessen, was gerade nochmal diskutiert und aufgerufen wurden, eigentlich schon ganz stark in der Krise waren. Johann Peter Hebel reflektiert eigentlich viel krisenhafter und viel abgründiger die Konsequenzen in diesem Weltgebäude. Zum Beispiel überlegt er, wie es denn dann wohl ist, wenn wir auf Sterne blicken, die längst nicht mehr existieren. Und wenn wir schon über menschliches Leben spekulieren, dann ja auch die Spekulation erlaubt sein müsste, ob wir eben überhaupt darüber urteilen können, ob es dort mal menschliches Leben gegeben hat. Die Verlorenheit, die zeitliche Verlorenheit des Menschen im Universum kommt in seinem Weltgebäude sehr stark zum Tragen. Und ich muss immer an Ulrike Dresners Satz, wir sind Sternenstaub, denken. Also dieses Bewusstsein, auch eine Form der Demut, ist in diesem Weltgebäude zu lesen. Und auch wenn er hier mit theologischen Begriffen arbeitet, finde ich, ist das ein sehr schöner eben nicht Ausklang aus unserem Gespräch. Zitat, der Himmel ist ein großes Buch über die göttliche Allmacht und Güte und stehen vielbewährte Mittel darin gegen den Aberglauben und gegen die Sünde und die Sterne sind die goldenen Buchstaben in dem Buch. Aber es ist arabisch, man kann es nicht verstehen, wenn man keinen Dolmetscher hat. Wer aber einmal in diesem Buch lesen kann, in diesem Psalter und liest darin, dem wird hernach die Zeit nimmer lang. Wenn er schon bei Nacht allein ist und wenn ihn die Finsternis berühren will, etwas Böses zu tun, er kann es nimmer. Und damit wollen wir in einen nicht bösen Abend übergehen. Sie sind ganz herzlich eingeladen. Ich hatte gedacht, hier an der Universität Göttingen ist ja auch im 18. Jahrhundert quasi die Geselligkeit erfunden worden. Und deshalb wollten wir es uns nicht nehmen lassen, Sie herzlich einzuladen, mit uns zusammen jetzt noch ein bisschen bei Wein und Wasser und ich nenne jetzt mal im übertragenen Sinne Brot zusammen zu bleiben. Und Sie können uns alle Fragen, die offen geblieben sind, das heißt ein Universum an Fragen, stellen. Und wir können aber damit, denke ich, hier unsere Runde abschließen und ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen und natürlich insbesondere bei euch für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank.